Testosteron ist insbesondere für Männer ein unglaublich wichtiges Hormon. Denn es kann die Kraftwerte erhöhen und auch äußerst positive Wirkungen auf die Energielevel haben. Zusätzlich ist es auch das wertvollste Sexualhormon für Männer und kann somit auch das Liebesleben enorm beeinflussen. Während die Testosteronwerte in jungem Alter normalerweise noch relativ hoch sind, nehmen diese mit den Jahren zunehmend ab. Das bemerken die meisten Männer insbesondere ab 40 und machen sich daraufhin Gedanken, wie sie dem entgegenwirken können. Neben künstlichem Testosteron gibt es glücklicherweise auch einige natürliche Wege, mit denen das gemacht werden kann. Welche genau das sind, das erfährst du in unserem heutigen Video. Erstens. Mach mehr Sport. Zahlreiche Studien haben entdeckt, dass umso mehr Testosteron produziert wird, je sportlicher eine Person ist. Regelmäßige Bewegung kann zudem auch dazu beitragen, dass das Risiko für zahlreiche Krankheiten reduziert wird. Insbesondere Krafttraining ist enorm effektiv für das Erreichen höherer Testosteronwerte, kurzfristig und auch langfristig. Daher sind vor allem HIIT-Training, Powerlifting und Bodybuilding sehr empfehlenswert. Zweitens. Schlafe 7 bis 9 Stunden pro Nacht. Wenn du nicht genug Schlaf bekommst, dann kann das zahlreiche negative Auswirkungen auf deinen Körper haben. Insbesondere bei Männern resultiert zu geringer Schlaf laut mehreren wissenschaftlichen Studien in geringeren Testosteronwerten. Bereits kurze Zeiträume bis zu einer Woche mit zu geringer Schlafdauer können um etwa 15% reduzierte Testosteronlevel bedeuten. Somit solltest auch du unbedingt 7 bis 9 Stunden pro Nacht schlafen, um das zu vermeiden. Drittens. Konsumiere viel Protein und Kohlenhydrate. Auch deine Ernährung kann einen großen Unterschied bei deinen Testosteronwerten machen. Vor allem Protein ist dafür enorm wichtig und kann noch dazu Fettverlust begünstigen. Das ist wichtig, da Übergewicht auch negative Auswirkungen auf dein Testosteron haben kann. Achte auf eine ausreichende Einnahme an Kohlenhydraten, denn diese geben dir wichtige Energie für deine Trainingssessions und tragen somit dazu bei, dass du die besten Resultate bei deinen Testosteronwerten erzielst. Viertens. Geh viel in die Sonne. Sonnenstrahlen bewirken die Produktion von Vitamin D in deinem Körper. Dieses Vitamin ist unter anderem auch unglaublich wichtig für dein Testosteronlevel. Solltest du nicht regelmäßig ausreichend Sonne bekommen, ist ein Vitamin D-Nahrungsergänzungsmittel empfehlenswert. Auch einige Nahrungsmittel wie etwa Lachs, Hering und Eier beinhalten hohe Mengen an Vitamin D. Fünftens. Reduziere Stress in deinem Leben. Viel Stress erzeugt hohe Cortisol-Level und kann auf diesem Weg dafür verantwortlich sein, dass deine Testosteronwerte sinken. Bei Cortisol und Testosteron ist es generell so, dass der Anstieg des einen Stoffes die Abnahme des anderen Stoffes bewirkt. Hohe Cortisol-Level begünstigen zudem auch Übergewicht, was du, wie wir bereits gelernt haben, auch unbedingt verhindern solltest. Reduziere also den Stress in deinem Leben und deine Testosteronwerte werden davon enorm profitieren. Hast du deine Testosteronwerte schon mal ermitteln lassen? Was sind deine Erfahrungen mit natürlichen Mitteln für höheres Testosteron? Was ist deine Meinung zu den von uns vorgeschlagenen Lösungen? Antworte uns in den Kommentaren, lass uns ein Abo da und aktiviere die Glocke, damit du in Zukunft bei allen unseren neuen Videos eine Benachrichtigung bekommst. Besuche am besten auch direkt unseren neuen Kanal Blissbo, wo wir wöchentlich zahlreiche interessante und aufregende DIY- und Lifehack-Videos hochladen. Das war's für heute bei Schrittanleitungen. Hat dir das Video gefallen? Wir freuen uns über ein Like. Bis zum nächsten Mal und noch einen wunderschönen Tag.